In allen Gesellschaften werden Dinge hergestellt und Dienstleistungen erbracht. An kapitalistischen Gesellschaften ist das Besondere, dass nicht nur einige dieser Dinge und Leistungen auf dem Markt getauscht werden, sondern fast alle. Im Kapitalismus produzieren Menschen zu dem Zweck, Waren am Markt gegen Geld zu tauschen. Sie tun das, um sich mit diesem Geld wiederum andere Dinge kaufen zu können. Dieser Tausch setzt eine gesellschaftliche Arbeitsteilung voraus. Die einen produzieren Autos, die anderen Hosen, noch andere Bücher oder Gummibärchen. Und da die kapitalistische Gesellschaft wesentlich über die Arbeitsteilung und über den Tausch organisiert ist, werden auch die grundlegenden menschlichen Beziehungen im Kapitalismus von der Notwendigkeit diktiert, Waren zu produzieren und Waren auszutauschen. Soweit hätten das auch klassische Ökonomen zu Marx' Zeiten unterschrieben. Was ist nun das Besondere an der Kritik von Marx? Für Marx fängt das Problem mit dem Privateigentum an Produktionsmitteln an. Während die einen Maschinen, Fabriken, Land und Vermögen besitzen, die sie auf dem Markt einsetzen, also Produktionsmittel, haben die anderen nichts mehr als sich selbst und ihre Arbeitskraft, die sie auf dem Markt anbieten können. Das führt zu einer Klassenteilung in eine Klasse von Produktionsmitteleigentümern, Marx nennt sie Kapitalisten bzw. Bourgeoisie, und in eine Klasse von Nicht-Eigentümern von Produktionsmitteln, die Arbeiter bzw. Proletarier. Indem der Staat dafür sorgt, dass das Eigentum respektiert wird und dass fremdes Eigentum nur durch Tausch angeeignet werden kann, ist die eigentumslose Klasse gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Über die Bedingungen, unter denen gearbeitet wird, finden permanente Auseinandersetzungen zwischen Arbeitern und Kapitalisten statt. Gleichzeitig stehen auch die Kapitalisten unter einem Zwang, und zwar unter dem, ihre Kosten möglichst gering zu halten. Denn sie können in der Konkurrenz mit anderen Kapitalisten nur mithalten, wenn sie immer effizienter produzieren und einen immer größeren Profit erwirtschaften, den sie dann wieder neu investieren können. Damit geben die kapitalistischen Verhältnisse nach Marx eine bestimmte Handlungslogik vor, an die sich die Einzelnen halten müssen, wenn sie nicht untergehen wollen. Und sie bedeuten Macht- und Herrschaftsverhältnisse zwischen den Menschen.